Natürlich. Konieczna. Of course. Dürfen die Aufklärungsvideos, die Podcasts nicht fehlen, wenn es heißt Better Doctor, Better Doctor. Die Fehldiagnosen, 5 Minuten Patient etc. pp. Wurde mir angetragen, ob ich da Lust hätte, die 5 Minuten Diagnosen einfach aufzugreifen von den Arzt Patientenopfern und eine Reportage zu machen. Ja, gerne. Ich habe ja sonst nichts zu tun, nicht? Ich habe ja 6 Jahre unfähige, meistens Ärzte getroffen, Wundzentren und kalte Arztpraxen. Und ja, wir haben jetzt keine Zeit für Sie. Das dauert zu lang. Unsere Patienten warten da draußen. Ja, man braucht eben auch noch Praxislogik, nicht? Vor wenigen Tagen habe ich einen Arzt angerufen, den ich privat kenne, und der hat innerhalb, ja, von 2 Stunden 4 Ärzte koordiniert für mich. Das muss man erst mal fertig bringen, ja? An einem Freitag, Sie verstehen? Einen Gefäßchirurgen, einen Radiologen, einen Internisten, der hat Ultraschall gemacht, also einen Doppler angesetzt. Der Gefäßchirurg hat eben die Gefäße in Augenschein genommen. Und dann noch einen Labortest vorgenommen, einen Bluttest. Und das heißt eben Koordinierung. Wir machen das, 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 das. Ausschluss diverser eventuellen Problematiken, um der Problematik auf der, wie sagt man, Spur zu bleiben. Und so stellt man sich das auch vor. Nur ist das ein Arzt, den kenne ich 45 Jahre durch Tennis. Was würde denn der Patient machen, der an einem Tag machen wir diese Befundung, in einer Woche machen wir diese Befundung, in der nächsten Woche machen wir diese Befundung, in der übernächsten Woche machen wir diese Befundung. Geht auch, weil die Terminlagen aufgrund der Personalknappheit sind enorm. So, jetzt können Sie sich vorstellen, in 2 Stunden hat er für mich das realisiert, was ich gerade akzentiert hatte. Und manche andere haben keine freien Kapazitäten für CT, MRT mit Kontrastmittel etc. pp. Das lässt daraus schließen, dass das Gesundheitsmanagement irgendwie so eingefroren ist. Die Logik. Wenn ich dann natürlich den einen oder anderen Weg weiß, wie man koordinativer, zielführender, für das Patientenwohl ausgerichtet sein darf, ich sage ja darf, ich bin ja vorsichtig, dann wird man natürlich gegängelt, weil es peinlich ist, dass man zum Beispiel einen Leitfaden in einem Klinikum suchen muss und dabei die eine Abzweigung oder die andere Abzweigung einfach versehentlich überlaufen hat, weil sie eben nicht klar und deutlich markant signalisiert waren, die Abzweigungen. Und Abzweigungen sind Weg. Und Weg sind Zeitwerte. Bitte nachdenken, die Krankenhausmanager von heute. Leider ist Nürnberg nicht Großhadern oder Leipziger Uniklinikum. Da ist es möglich. Warum ist es denn in einem kleineren Haus nicht möglich?
prägnanter aufzustellen, links, rechts, hoch oder runter. Das ist so gedruckt, dass es im Notfall nicht gleich ins Auge fällt. Guten Tag, Top Management, Deutscher Anästhesiekongress 1994 in Nürnberg. Warum hat da alles geklappt? Ja, weil da Galacom.tv und Mohat am Start war. Guten Tag. So geht Logik, so geht Organisation und so geht entspanntes Patientenleben. Und dann genesen Sie viel, viel schneller. Haben Sie verstanden? Wenn nicht, tvgalacom@gmail.com, mohat007@gmail.com und podcasttv7@gmail.com. Hier werden Sie Ihnen geholfen. Ach, ich muss ja Deutsch sprechen. Das wird ja nicht ernst genommen, wenn ich nicht Deutsch spreche. Nein, das ist nicht Stand-up-Comedy. Das ist Fakt. Und wenn Sie ein bisschen Lockerheit hineinbringen, dann entspannt der Organismus und die Genesung schreitet, rast voran. Guten Tag, ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, was ich noch nicht kann, wenn ich will. Denn wer will, der kann. Wer nicht will, der kann nicht. Der kann nur einmal müssen gehen. Schindlerhof, Seminarhotel, Two Times Gastro Award, European Winner, Boxdorf, Nürnberg. Guten Tag, hier sprach Mohat. Am Schluss immer die ARD seit Geburt. Ein Garant für Wort und Tat.